Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64 Ocarina of Time. Wir haben im letzten Part diese Höhle hier freigeschaltet, Dodongos Höhle oder wie auch immer sie heißen mag. Und wir haben natürlich Goronia einen Besuch abgestattet, die natürlich in diesem Heck nur Bom-Bom City heißt. Wirklich einfallsreich. Und ich sehe, dieses Dungeon hat sich zurückgesetzt. Aus welchem Grund auch immer. Dann sprengen wir uns einfach nochmal frei. Komm schon! Was? Und offensichtlich hat Speichern nichts genützt. Kann bitte wieder eine Bombe spawnen? Komm schon! Wieso spawnt da keine Bombe mehr? Ach doch, jetzt. Und ich bin gespannt, wer uns hier so in Dodongos Höhle erwarten wird. Yes! Erwartet uns Dodongo König persönlich oder irgend so ein anderer Fuzzi? Wenn hier so viele Bomben schon umhermarschieren, habe ich so einen Verdacht, wer uns erwarten könnte. Ich könnte mal vermuten, dass es... Lol. Das geht? Ich könnte vermuten, dass es vielleicht König Bom-Bom ist. Also der aus dem normalen Super Mario 64 oder so. Ich wette, dass das so ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe auch nicht nachgeguckt. Beim letzten Mal war ja dieser Weg da hinten versperrt, aber... Ich weiß ja nicht, wie man diese... Käfige da aufbekommt. Was allerdings ein bisschen komisch ist. Also diese Schalter zu drücken wird wahrscheinlich nicht die Lösung sein. Ich kann es ja mal versuchen, aber eine andere Möglichkeit sehe ich hier nicht. Ich habe keine Ahnung. Hä? Was muss ich hier machen? Hilfe! Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie gehen diese Dinger hier auf? Ich habe keine Ahnung. Ich sollte mich am besten mal umsehen. Ob es hier irgendwas zu finden gibt. Aha, das habe ich beim letzten Mal aber nicht gesehen. Ich Blödfuchs! Wo ist der Schalter hin? Na gut, die Kisten scheinen jetzt aber auf jeden Fall weg zu sein. Also werde ich mich jetzt hier höchstpersönlich um diese Mauer da hinten kümmern können. Tja, Hallöchen! Kommst du mal her? Kommst du mal her? Und? Mario, falsche Richtung. Ach, gut, dass die sich despawnen. Dann versuchen wir es einfach nochmal. Hä? Ich hab die Bombe doch gegen die Wand geworfen. Warum funktioniert das nicht? Autsch. Aber ich habe keinen Schaden bekommen. Nicht übel. Am besten ich speichere lieber zuerst. Okay. Denn jetzt müssten die Käfige auf der anderen Seite auch frei sein. Zumindest. Irgendwas mache ich doch falsch, oder? Dass es mich jedes Mal immer da... Ja, klasse. Und jetzt wird es wieder ziemlich assi, da hochzukommen. Das nimmt mir wieder jede Menge Zeit weg. Jetzt beruhig dich, Mario. Ich roll ja auch nicht rum, obwohl ich ja Schiss habe. Und heppa! War da hinten nicht noch Tore, die man aufsprengen konnte? Aber ich weiß nur nicht, ob die Bomben da hinreichen, aber ein Versuch wär's wert. Ich glaube, mit dieser einen Bombe könnte ich es noch schaffen. Könnte hinhauen, wenn ich mich jetzt richtig anstrenge hier. Irgendwie hat dieser Sternradar noch nie irgendwas bewirkt.
Ich bin doch so blöd. Weiß jemand von euch, wie man den Sternradar verwendet? Dann schreibt es in die Kommentare. Und ich habe gerade gesehen, dass Münzen und ein One-Up-Pilz dahinter der Mauer versteckt sind. Dann wollen wir uns das doch mal holen. Jawohl, schon lang kein Leben mehr gehabt. Hallo, lasst euch nicht stören. Und was geht hier ab? Stehen dir so viele Bonbons in Halt und Glied? Hockt da oben etwa ein König? Hallo? Nö, da hockt nur ein großer Felsen, aber ich kann dir nicht viel anstellen. Vielleicht kann ich einer dieser Bonbons da nehmen, um den Felsen da oben wegzusprengen. Lasst mich in Ruhe! Ich hab dort doch nichts getan! Okay, hier stehen Bonbons rum, aber ich kann die Bonbons nicht krallen. Warum auch immer. Ich höre hier eine Bombe rumlaufen, aber ich glaube, dass die da unten sind. Kann man da rauf? Nee. Autsch. Ich habe das Gefühl, dass der Schalter da unter dem Stein versteckt ist. Aber wie soll ich da hinkommen? Ist da etwas unten drunter? Ich sehe das nur jetzt leider nicht. Oder? Ha, ich wusste es. Aber ich komme... Ah, natürlich. Ich bin doch so blöd. Wenn das funktioniert, dann ist das wirklich eine geniale Idee von Case. Erinnert ihr euch noch bei Ocarina of Time? Also beim normalen Ocarina of Time, da musste man doch so eine Donnerblume hier gegen die anderen vielen Donnerblumen schmeißen, damit es eine Kettenreaktion gibt, die alle explodieren. Lol, es funktioniert tatsächlich. Gute Idee, Case. Daumen hoch von mir höchstpersönlich. Dann schreiten wir mal voran. Und ich hoffe, dass ich jetzt endlich mal meine neue Fähigkeit kriege. Mario wird langsam ungeduldig hier. Oh, die schon wieder. Ich habe gerade gedacht, die wäre eine Sackgasse, aber da rollt mir gerade ein Chainchomp entgegen. Tja, Hallöchen! Lass dich nicht stören, ich will doch nur an dir vorbeilaufen. Hui! Oh, hier rollen ja noch mehr dieser Chainchomps rum. Und wir haben ja schon gelesen, ich könnte ja mal versuchen, diese roten Münzen einzusammeln. Solange man sie schon einsammeln kann. Und ein paar Sternchen wären jetzt schon nice. Kann man sich hier teleportieren? Nö. Okay, dann eben nicht. Au, kommt man da irgendwie drunter? Mit der Unsichtbarkeitsfähigkeit ist das möglich. Aha. Die roten Münzen sind bis jetzt noch ganz chillig, finde ich. Ich meine, ich habe ja schon schlimmere rote Münzen gesammelt. Auch wenn es nicht in... wieso war da gerade so schnell? Da ist ja noch eine rote Münze. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich da nicht in den Nebel runterspringe, denn ich habe so eine Vermutung, was da passieren könnte. Giftgas. Oh, was sehe ich denn da? Ein Schild. Ein legendäres Schild. Und was steht da drauf? Hau ab. Ja, viele würden jetzt sagen, dass da L is real 2401 draufsteht, aber das stimmt nicht. In Wirklichkeit steht da Eternal Star drauf. Ist nur unscharf, aber schaut mal mehrmals hin, dann sieht man schon, dass der Eternal Star steht. Das bedeutet so viel wie unendlicher Stern oder so. Ich weiß es nicht. Endlicher Stern, unendlicher Stern, irgendwas in der Richtung. Wie viele Münzen habe ich? Ach Mensch, das wird da gar nicht angezeigt. Aber ich glaube, ich habe 6 gehabt. Da muss ich gucken, wo noch die restlichen 2 sind. Out. Oh. Halt, stopp, Mario. Ah, da ist ja noch eine Münze. Da wird vielleicht die 7. da hinten irgendwo sein. Ich meine die 8. Ich hoffe mal, dass das keine Lava ist, aber ich sehe hier
keine rote Münze mehr. Ist da hinten vielleicht eine rote Münze? Oh, was haben wir denn da? Ist das eine neue Fähigkeit? Du hast den Bomben, was auch immer, freigeschaltet. Nimm eine Bombe und drücke L, um es zu platzieren. Drücke L nochmal, um den Bomben zu platzieren und ihn explodieren zu lassen. Hä? Wie geht das jetzt bitte? Ich weiß jetzt nicht, was der da gerade gemeint hat. Ich hoffe, ich werde das jetzt noch relativ einfach rauskriegen, denn ich sehe nämlich gar nichts. Nö. Ich soll eine Bombe schnappen, aber ich sehe hier keine. Vor allem, ich konnte die doch vorhin schon schnappen. Vielleicht explodiert die auch einfach nicht mehr, ich weiß es nicht. Wo ist jetzt eigentlich die letzte rote Münze? Ich will jetzt doch wenigstens noch die 8. kriegen. Wenn wir schon hier sind. Achte Münze. Ich höre nur irgendeine Bombe rumlaufen. Kann man da vielleicht Wandsprünge hoch machen? Denn ich glaube, man könnte da oben auch noch eine. Autsch. Mario, das tut weh, das weißt du. Ja, diese verflixte Kamera. Mann, beendet sich doch einfach gerade mein Emulator. Mann, ist das. Aber wo sind die wo ist die letzte rote Münze, ey? Ich habe jetzt alles schon kreuz und quer durchsucht. Hä? Wo ist die letzte Bombe? Ich habe hier schon alles durchsucht. Ja, ich sehe es kommen. Die ist bestimmt an einem ziemlich lamen Ort versteckt, auf den ich nicht komme. Ich meine, da in dem einen Bereich war die ja nicht. Und hier sehe ich auch keine. Also ich kapiere das mit den Bomben nicht. Was hat das für einen Unterschied jetzt gemacht? Aber wo ist die letzte rote Münze? Hä? Wo ist sie denn? Habt ihr sie irgendwo gesehen? Ich finde sie einfach nicht. Wo ist die Münze? Zu dem Raum da hinten ist sie nicht. Da hinten gab sie auch nicht. Ist sie vielleicht im Giftgas irgendwo versteckt? Aber ich. Was bringt mir die Fähigkeit denn? Na gut, da war ich noch nicht drin, aber ich würde da ja sofort eine rote Münze sehen. Nö, keine rote Münze. Also, wenn ich sie jetzt nicht finde, werde ich einen Cut machen. Denn ich will sie schon jetzt sammeln. Ah, Mann. Wo ist die denn? Ich habe jetzt schon alles kreuz und quer durchsucht. Okay, ich mache mal einen kurzen Cut. Schau, wo die nächste rote Münze ist und dann bin ich gleich wieder da. Oh, ich bin dämlich. Ich habe vergessen, dass man da in dem anderen Raum mit diesem Giftgas auch nach unten kann. Denn genau da wäre auch die letzte rote Münze gewesen. Und ich habe geguckt, was es mit diesen Bomben auf sich hat. Mit dieser neuen Fähigkeit. Die zeige ich euch gleich. Müsst ihr bitte durchgehen. Okay. Nämlich muss man eine Bombe packen. Dann muss man L drücken, dann kann man die Bombe behalten, ohne dass sie explodiert und sie dann an einem anderen Ort wieder explodieren lassen. Ja. Eine nette Idee, aber besser wäre es natürlich gewesen, wenn man. Au. Wenn man.
ein paar Bomben mit sich tragen könnte, wie im richtigen Zelda. Anstatt man Bomben krapschen muss und damit L in die Hosentasche sich stecken muss. In der Hoffnung, dass das Ding da drin nicht hochgeht. Jawohl, du sagst das, Mario. Okay. Dann weiter im Text. Erstmal den Weg nach oben finden. Ach ja, da ist der Ausgang. Aber ich fürchte, dass das der falsche Weg ist. Gewagter Sprung nach drüben. Oh nein. Komm schon, Mario. Dann wollen wir es doch mal richtig krachen lassen. Kann ich dich mitnehmen? Oh shit. Ich kann nur eine Bombe mit mir rumtragen. Aber wir können jetzt da die Augen freisprengen, je nachdem, ob das überhaupt irgendwas nützt. Also im richtigen Zelda Ocarina of Time, da ist ja dann das Maul von dieser Skulptur da aufgegangen. Oh, da ist ja noch eine Bombe. Okay, dann lassen wir dich mal fallen. Nein! Bom, bom! Die Bomberman soll dich holen kommen! Habt ihr das gesehen? Die Bombe hat mich einfach da runtergeschmissen. Aber das kann doch nicht wahr sein. Hallo? Das ist inakzeptabel. Das hat wehgetan. Knallfrösche sind gefährlich. Mario, bleib ja von den Knallfröschen da weg. Wenigstens die spawnen die kleinen Bomben nicht. Im Gegensatz zu den großen, aber diese Dinger können ganz schön auf die Nerven gehen. Ich am besten, ich kratsch mir noch mal eine Bombe. Wenn ich eine finde. Mega Mario, du bist dämlich. Du hättest auf der anderen Seite lang gehen sollen. Aber nein, ich laufe in die falsche Richtung, weil ich so ein Trottel bin. Alles klar. Und rüber. Dann wollen wir doch mal sehen, was hinter dieser Wand sich befindet. Okay. Das sollte nicht passieren. Ach egal, da drüben gibt es ja noch eine Bombe. Komm schon. Und einpacken. Ich will nur... wieso spawnt die Bombe da wieder? Und heppa! Lol. Ein Stern. Ich hätte eher mit einem Durchgang gerechnet, aber passt schon. Mit Sternen bin ich immer zufrieden. Je mehr Sterne wir sammeln, desto größer wird unsere Magieleiste. Deswegen frage ich mich, sind die Sterne überhaupt Pflicht in dem Eck? Abgesehen von den großen Sternen, die man vom Endboss kriegt. Euch kann ich trotzdem nicht nehmen, oder? Nö. Wie schade. Da schreitet wieder jemand herum, aber was ist eigentlich da drüben? Wow. Der Schalter da hinten nützt mir rein gar nichts. Ich habe ja nämlich 100 Münzen. Ich sollte mal bald nach Hyrule gehen und mir dieses Geldsäckchen da kaufen, denn durch dieses Geldsäckchen kann man mehr Münzen mit sich rumtragen. Warum habe ich das nicht gemacht? Ich Idiot. Boah, das hätte auch in die Hose gehen können eben. Dann hätte ich den ganzen Weg nur mal hochlaufen dürfen. Okay. Mario. Nicht schön. Mario, hallo. Wow, wow, wow. Ja, sowas muss man erstmal können. Okay. Schnapp ich mir die Bombe. Und ab in die Hosentasche damit. Oh, Mario, du sollst keine Bomben in die Hosen stecken. Okay. Ich bin mir jetzt so unsicher und...
Hat das was gebracht? Das werden wir jetzt ja dann sehen. Oh, schnell in die Hosentasche. Ich hoffe mal, dass ich das da freigesprengt kriege, denn da unten ist es zwar freigesprengt, aber... Okay. Fröhliches Sprengen. LOL! Schon wieder ein Stern! Auch ihr macht es mir geradezu einfach, echt. Oh oh, Mario. Fall mir nicht! Nein! Ach, egal. Aua. Dann gibt's halt kein One-Up für mich. Haben die Bocken gerade Suizid gemacht? Ach, stimmt. Es ist ja schon gespeichert. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt hier in diesem Gebiet hier gespeichert bin. Komm schon. Akzeptabel. Mario. Ich hoffe, du passt trotzdem noch da durch. Dich packe ich mal ein. So. Was auch immer dieses Loch für uns hinmacht. Ich würde vorschlagen, wir schauen erstmal in diese Richtung. Ja, gut, dass ich die Bombe eingepackt habe. Verdammt! Jetzt darf ich mir schon wieder eine Bombe holen. Komm mit. Dich brauche ich jetzt. Und eine Bitte an dich. Ja. What the fuck? Hey, sag mal, das ist jetzt aber nicht fair. Nö. Ich wollte dich gerade einpacken, aber dieser Chum-Chum hat mich daran gehindert. Kann ich da hoch? Yeah. Und kommt da rüber? Oh, yeah. Okay. Jetzt wäre eine Bombe nicht schlecht. Ich höre zwar eine, aber wo ist die? Okay. Da ist die, glaube ich. Komm ich hier bitte noch durch? Mario, steck mir da ja nicht fest. Ab in die Hosentasche. Autsch. Ich hasse Kettenhunde. Ich würde vorschlagen, wir sprengen jetzt diesen Gang hier frei. Halt! 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 Oh, gut, dass ich nicht getötet wurde von der Bombe. Aber ich schaue lieber zuerst nach, was da drin ist. Man hätte hier sowieso Bomben gekriegt. Wollt ihr mich jetzt eigentlich total verarschen? Ja. Mario. Hau ab da. Okay. Man weiß nie, wann man die Bomben mal brauchen könnte. Oh, da unten. Was ist mit dem da unten los? Ist das König Bombomb etwa? Das werden schon wieder ein Stern. Sag mal, werde ich hier von Stern zugespammt? Ja, läuft bei uns. Vielleicht wäre der Weg ja gar nicht nötig gewesen. Ich weiß es nicht. Du sagst es. Und wir speichern lieber sofort ab und werfen diese Bombe hier gegen diese Wand. Boah. Mal schauen, ob wir hier noch irgendwas mitnehmen können. Nö. Oh oh. Oh, hi. Zeig dich. Tatsächlich König Bombe, aber... Wie soll ich die Bombe nehmen? Nice. Ich muss die einfach nur zurückschlagen. Okay. Okay, aber wie stelle ich das jetzt an? Und? Treffe ich den? Ich weiß es nicht. Ich höre nur irgend so ein Geräusch, aber
Ich weiß nicht, ob ich den treffe. Und? Der war schwer. Der war so schwer. Der war so frustrierend. Aber ich würde sagen, du gehörst mir, Baby. Du sagst es, Mario. Dann begeben wir uns zu guter Letzt noch schnell zu Bomb Bomb City. Und werden uns mal den Weg zu diesem großen Gehohlen da freispringen. Oh, 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 oh. Das hat wehgetan, Mario. Ich weiß. Lucky Two, könntest du nach oben kommen, bitte? Mario, was machst du da? Okay. Setz mir die sicherheitshalber nochmal einen Speicherpunkt da hinten. Gott. Hm. Obwohl es teilweise ein bisschen verwirrend war, dieser Dungeon. Hat der Dungeon Spaß gemacht. Ach, jetzt verstehe ich, was der Radar bedeutet. Der sagt mir, ob es noch einen Stern in dieser Welt gibt. Denn da war nämlich eben ein weißes X und ist dort ein weißes X. Dann bedeutet das, dass es keinen Stern mehr in der Welt gibt, als zu 100% abgeschlossen ist. Das heißt, wir haben den Dungeon zu 100% abgeschlossen. Mario. Mario, das war zu hoch. Okay, dann statten wir noch den großen Gehohlen einen Besuch ab. Und dann schließen wir den Part für heute ab. Okay. Guten Tag. Ich bin wieder zurück. Eine Bombe, bitte. Ich hoffe, man kann die rosa Bonbons auch noch einpacken. Das werden wir ja jetzt sehen. Okay. Dann komm mal mit. Geht das? Nö. Die will sich nicht einstecken lassen. Dann frage ich mich, wie man da zu diesen großen Gehohlenen kommen soll. Ach, ich habe eine Idee. Ich, Dussel. Ich muss noch einmal kurz nach draußen und mir so eine schöne Bombe schnappen. Denn dann könnte ich sie mit hier reinnehmen und dann theoretisch mir den nächsten Stern da unten in diesem mittleren Teil da holen. Wo auch immer die Bonbons sind. Beeilen wir uns lieber mal ein bisschen. Ich hoffe, ich finde hier noch Bonbons. Aber irgendwie sehe ich hier keine. Aber ich glaube, da waren welche. Oder? Yep. Ja, dann komm mal her. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich würde sagen, wir besuchen den großen Gehohlen im nächsten Part. Sondern deswegen holen uns lieber stattdessen den Stern, damit wir heute wenigstens 6 Sterne gefarmt haben in diesem Part. Eine stolze Zahl, wenn man bedenkt, dass ich in den ersten 3 Parts so gut wie keine Sterne gesammelt habe. Im zweiten Part habe ich sogar überhaupt keine Sterne gesammelt. Ich schäme mich dafür. Au. Ich setze lieber mal einen Safe State, den ich traue. Diesen. Oh. Au, 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 au. Seht ihr? Genau das wäre passiert. Okay. Okay. Hoffentlich funktioniert das. Bomb, Bomb, du bist ein Trottel. Warum musst du da auch runterspringen? Okay, dann nehme ich dich, halte dich mal etwas länger fest. Yes! Und wir haben den nächsten Stern gefarmt. Du sagst es, Mario. Und wie auch immer ich herauskomme, ich verabschiede mich jetzt hier von euch für diesen Part und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part wieder dabei seid. Dann begeben wir uns nämlich auf den Weg zu London Farm, schauen mal, was dort abgeht. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like und ein Abo da und teilt es mit euren Freunden. In diesem Sinne, ciao!